Die legen sich ganz flach, wenn es schneit, und kommt der Sonnenruf, wupp, sind die durch den Schnee durch und blühen. Wir haben zum Beispiel ganz viele Rosensorten, die was mit dem Zirkus zu tun haben. Da haben wir Hokuspokus und Abracadabra und so was. Wer sich das ausdenkt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das macht sie sehr ordentlich. Ich komme schon 30 Jahre hierher, da war sie noch nicht da. Braucht zwei schöne Sträuße. Naja, man hat Lieblingsblumen, aber meine sind so sehr ordinäre. Ich liebe so einfache Blumen wie Margeriten, Mohnblumen und so. Das ist natürlich nicht Gegenstand von Blumenläden. Ne? Also wenn man verschenkt, dann nimmt man ja immer irgendwas Edles. Nee, aber sie macht das sehr ordentlich. Und ihre Hunde, heute sind sie nicht da, die sind immer furchtbar freundlich. Ja, und die Pflanzenschutzmittel. Blumenhaus immer grünen Tag. Also der Paketfahrer hat gesagt, er hatte das nicht bei, aber bei ihm wahrscheinlich im Briefkasten ist ein Kredit von Amazon. Meine Tochter hat eine Buchhandlung und ich möchte auch, dass die Kunden bei ihr kaufen und nicht bei Amazon. Im Einkaufscenter und Discount, da bin ich immer schlecht gelaunt. Da legen sich die Stiefmütterchen flach, wie ein kleiner Ostberliner Blumenladen durch die Jahrzehnte kommt. Ein Feature von Claudia Falk. Im endlos großen Supermarkt, da droht mir gleich ein Herzinfarkt. Das war immer schon ein Blumenland, seit 1952, immer mit wechselnder Belegschaft. ZBE Berliner Blumen zu DDR-Zeiten, eine zwischenbetriebliche Einrichtung. Dann wartet mal ZBE Berliner Blumen zu DDR-Zeiten. Zentrale Blumen, was das hier heißt, weiß ich nicht mehr. Ja, zentrale Blumen. Einfuhr oder so. Dann haben die Filialleiter die Läden übernehmen können bei der Wende. Da habe ich hier schon gearbeitet. Dann ist meine ehemalige Chefin in den Ruhestand gegangen. Und dann habe ich danach drüber geschlafen und dann habe ich das selbst gemacht. Jetzt mache ich das schon 14 Jahre. Ich kann mir das eigentlich ja nicht mehr vorstellen, wieder angestellt zu sein. Gibt ihm Chefs, die sind dann bitte, ich habe die Rose da gerne in dem Strauß, dass die da rechts kommt. Na, ist das nicht dem Kunden egal, ob die links oder rechts ist? Vielleicht ist es ein Linkshänder, dann sieht er das sowieso lieber, wenn die links sitzt, ja. Ich sage, wenn ihr die Sträuße verkehrt rum verkauft, dann verkauft er die verkehrt rum. Das ist mir egal, Hauptsache ihr verkauft was oder sowas. Da liegen die Regale voll, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Oh. Da wird das Kaufen zur Tortur, ich geh zur Tante Manur. Mit blauem Rittersporn dem Völkerfrieden auf die Sprünge helfen. Dann brauche ich noch was für meinen Enkel. Was schlagen Sie da vor? Haben die einen Garten? Nee, nur einen Balkon. Na, dann nehmen Sie doch den Topf Löwenmaul. Da haben die doch viel länger was davon. Nee, die fahren doch weg. Ach so, dann, ja. Gut. Na, dann hätte ich da Rittersporn. Rittersporn, der sieht schon so aufgeblüht aus, ne? Nein, der sollte so aussehen, weil Völkerfrieden geht es. Gut, bitte. Völkerfrieden, wir müssen den Völkerfrieden unterschreiben. Wie Völkerfrieden heißt? Heißt die Sorte. Hm? Noch so ein Fussel. Ist mal anders. Gab es denn früher in der DDR andere Blumen? Ja. Wir hatten nicht so ein breit gefächertes Angebot. Wir hatten von irgendeiner Sorte, wie zum Beispiel im Winter Chrysanthemen, da hatten wir kistenweise. Alpenfeilchen. Wir hatten das immer nicht dann zu der Zeit, wo wir die gerne gehabt hätten. Wir hatten Schnittblumen und dann, wenn wir keine Schnittblumen hatten, hatten wir Schnittgrün. Also beides zusammen hatten wir sehr selten. Das war schwieriger. Heute kommt es zwar von weltweit, ohne Qualität haben wir nicht produziert. Ich bin ja auch ein gelernter Gärtner und wir haben natürlich auch für den Export gearbeitet, für Westberlin. Wir haben unsere schönsten Geranien gekriegt. Und Rosen. Die Oma und Opa Rosen waren, wenn Oma oder Opa in den Westen gefahren sind, durften die mitbringen, weil man durfte ja Rosenstöcke mitbringen, weil haben keine Lizenz dafür gehabt. Die wurden auch nicht vermarktet. Das war ja nur für den Eigenverbrauch. Wir hatten so kleine Rosensorten, weil wir jetzt sie ja nicht mehr haben wollen. Die Leute wollen ja alle einen großen Kopf, soll ewig stehen, sollen ohne duften. Die größten Rosen, also die mit den größten Köpfen, kommen meistens aus Ecuador. Die sind also eh mal rund um die Welt schon geflogen und sind dann immer noch preiswerter, als wenn wir sie hier auf deutschem Boden. Der deutsche Boden ist einfach zu teuer. Aus der Ukraine, die produzieren zum Beispiel sehr schöne Rosen, die halten auch gut. Wir haben auch eine rote Rose, das ist nicht so ein intensives Rot, das ist eine Helmut-Kohl-Rose. Musste ich mal einkaufen, hat mal jemand echt bestellt. Halm ist die Zeit eigentlich auch vorbei. So was stelle ich mal hier nicht mehr hin. Das steht und dann räumst du das nur hin und her, weil das irgendwie immer irgendein Wedel dir im Gesicht hängt. Ich weiß, wo ich noch Kunde bin. Ich gehe zur Tante Emma hin. Rosen, Gerbera, Rittersporn, etwas Grünes dazwischen. Sie sagt, wenn ich nicht zahlen kann, was macht das schon, dann schreibe ich an.
Fleurop hilft der ratlosen Kundin und der Blumenhändlerin beim Überleben. Ich brauche mal eine Idee, was Blühendes im Topf, was in den Garten setzen kann. Genau. Aber muss man natürlich auch pflegen. Ja. Und für die Terrasse weiß ich nicht, ob das recht kommt. Die wollen jetzt verreisen, das vertrocknet die Sache auch. Gerade bei Fleurop weiß ich das mit den Fleurop-Scheinen, es kommt gut an. Also das ist das Sinnvollste. Man hat das wenig so an Gepäck und die Leute können sich das selber aussuchen. Nachher brauchen die was für eine dunkle Ecke und dann kommt die Rose gar nicht gut. Eigentlich, ich mache mir nur viel zu viel Mühe. Haben sich die Käufer verändert? Kaufverhalten hat sich total verändert. Ja. Früher haben die Leute richtig angestanden. Die Ware, was ich jetzt hier zu stehen hätte, hätte ich zu DDR-Zeiten in einer halben Stunde verkauft. Wollte ich gerade sagen, halber Tag maximal. Hätte ich neu einkaufen können, alles wäre gegangen. Heute, was gestern gegangen ist, heißt nicht, dass es heute geht. Nein. Da kauft man was und denkt, oh, das sieht ja toll aus. Gehen die Leute gar nicht ran. Viele Leute, die Älteren, die von hier, die wollen ja keine Lilien, wegen dem Staub da drinnen, weil der Duft ist so, Geranien sind schon zu DDR-Zeiten gegangen. Sommerschnitt, der war früher richtig preiswert, der kostet jetzt richtig Geld, weil die Gärtner jetzt langsam auch merken, dass es soll aussehen wie von einer Wiese. Wir haben zum Beispiel ganz viele Rosensorten, die was mit dem Zirkus zu tun haben. Oh. Da haben wir Hokuspokus. Oh. Und Abracadabra. Oh. Im endlos großen Supermarkt, da droht mir gleich ein Herzinfarkt. Extra Service Postannahme für Kunden und Paketausträger. Naja, den Service macht sie für ihre Kunden. Viele sind ja dankbar, die sind ja. Arbeiten und dann wissen sie, hier können sie hergehen. Wenn die alle zur Post bringen, verdienen die kein Geld für die Pakete. Der Stammfahrer von der Andreasstraße, das ist der dann auch mal Danke sagt oder der mal ein Päckchen Kaffee bringen will, obwohl ich eigentlich eine Fettmaschine habe. Sage, ihr müsst doch mal euren Job richtig machen, ja? Ich sage, bei den Häusern hier drüben, sage ich, da wird doch wohl einer im Haus sein. Ich trage in einem Haus manchmal eine Einladung aus, in der Singerstraße. Ich komme nicht rein, bei 10 Etagen. Der Blumenzüchternachwuchs bleibt aus. Auch die Holländer werden älter. Das Angebot, wo ich angefangen habe, selbstständig zu werden, war wesentlich breit gefächerter als was ich jetzt noch. Es wird eben einfach immer kleiner, weil in Holland stehen ganz viele Gärtnereien leer, weil die Unterstützung vom Staat auch weggefallen ist. Die Holländer sind nach 26 Jahren Wende, sind die alle älter geworden und auch da sind die Kinder nicht bereit, diesen Job zu machen. Auch die sind alle studiert und wollten in eine Computerzeit oder so. Den Fahrer, den wir haben, den Hücki, den seine Kinder helfen ihm ja, wenn sie mal Semesterferien haben oder so weit oder gerade arbeitslos geworden sind. Wo das war bei uns Ost-West-Wende, da hat er mal angefangen mit 15 Lehen, heute hat er 48 Lehen und da weiß er nicht, ob er das alles, was er eingekauft hat, verkauft. Wenn an der Tür die Glocke bimmelt, ist das bei da schon. Was es sonst noch so gibt. Aber die Hunde helfen nicht mit. Ab wann gibt's denn wieder Tomaten? Hab ich da. Wo? Ja, hab ich noch nicht abgetüdelt. Meine Hunde fragt auch jedes Mal, ob sie mir mal helfen. Ungeeignet. Flach sich liegende Stiefmütterchen. Da staunt der Westdeutsche. Da sind wir hier meistens weiter als in Westdeutschland. Die wundern sich dann zur Weihnachtszeit rum. Da kommen dann eben viele Leute, wo du dann gleich hörst, ach, die kommen nicht aus Berlin. Und da hat man dann oft so, was, sie haben schon Hyazinthen? Hokus Pokus. Was denn, sie haben schon Primel? Abracadabra. Nein, bei uns noch nicht. Gerade wenn es ein verschneiter Winter ist, dann haben sie darauf keine Lust. Und sobald die Tanne aus Weihnachten wegfliegt, dann soll Frühling kommen. Das war schon zu DDR-Zeiten so. Aber die Leute haben jetzt immer noch nicht gelernt, dass sie eigentlich schon im Oktober Stiefmütterchen pflanzen können, wenn man ihnen das sagt. Hokus Pokus. Oh. Abracadabra. Ja, die lehnen sich ganz flach, wenn es schneit. Und kommt die Sonne ruf, wupp, sind die durch den Schnee durch und blühen. Der Laden altert. Aber auch die Leitungen halten durch. Ich bin vorher ja aufgekauft worden. Dieses Jahr habe ich einen neuen Vermieter. Die wollten eine Steuerabschreibung. Die haben mir den Laden erst angeboten. Für den Preis hätte ich ihn nicht nehmen wollen. Die haben ja nichts gemacht. In dem Exposé, was ja eigentlich frech ist, stand drin, das ist alles saniert.
Wenn Sie die alle aufkloppen, die Leitung, dann bitte wieder die Plättchen hier so ran und das werden Sie nicht kriegen. Es macht keiner mehr. Vorher ja, sind mir die Sicherung rausgeflogen und da kam der Elektriker, der hat gleich Bilder gemacht von meinem Elektrokasten, weil er war 1952, war er modern. Also ich brauche keine Angst haben. Der hat das alle getestet, das ist alles in Ordnung, weil die Leitungen sind hier wirklich gut. Wo vorher ja das große Unwetter war, in der Schule hier kam das Wasser im dritten Stock aus den Waschbecken. Da kam das alle zurückgeschossen. Meine Toilette, die hat noch ein Rücklaufventil. Ich habe auch gedacht, oh, schnell, jetzt musst du kicken, ob das alles aus der Toilette kommt. Nein. Und da haben die sich gewundert. Was kommt noch? Wünsche für die Zukunft? Dass ich das schaffe bis zur Rente. Das sind noch ziemlich viele Jahre. Meine Mama ist 88 und wenn ich da so ein bisschen von dem abgekriegt habe, dann sieht es ganz gut aus, damit dem fit bleiben. Alles kann man nicht haben. Hokus Pokus und Abracadabra. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich schaue morgen nochmal auf den Blumengroßmarkt, ob die welche haben. Wenn Tante Emma nicht mehr ist und ein Discount den Laden frisst, setz ich mich auf den Bürgersteig und trete in den Hungerstreik. Aber wir haben ja noch hier den kleinen Tabakwarenladen und ein paar Sachen haben wir ja noch. Und der hält sich auch tapfer. Und der Bäcker da hinten, der Vietnamesen inzwischen, aber ist ja egal, wer es betreibt. Der sollte auch verkauft werden. Und der ist vorher ja versteigert worden. Ja, na, da kommt ja jetzt ein Laden rein, den wir unbedingt brauchen. Ein Nagelstudio. Manchmal haben wir so ja nicht mehr zu tun. Und da ist es dann schön, wenn von Eurofloris dann ein Auftrag kommt und wir das dann noch binden können. Und dann kann der Fahrer angerufen werden und der fährt das dann aus. Die größten Konkurrenten sind eigentlich Aldi, Lidl und Co. Zu DDR-Zeiten war das gestrickt, verboten. Schnittblumen, Erden, alles, also irgendwas, was Erde dran hatte, im Lebensmittelhandel. Ich weiß nicht, warum sie das damit aufgenommen haben. Dann stehe ich Schlange beim Bezahlen, na das ist gar nicht auszumalen. Oh, ich weiß, wo ich noch Kunde bin, ich gehe zur Tante Emma hin. Dann sind das 13 alles zusammen. Haben Sie ein bisschen Kleingeld? 70. Darf ich mir den nehmen? Ja. Danke. Dankeschön. Na dann, viel Spaß. Tante Emma, Tante Emma, Tante Emma, Tante Emma. Ah, ah. Wie ein kleiner Ostberliner Blumenladen durch die Jahrzehnte kommt. Ein Feature von Claudia Falk. Eine Produktion der VHS Mitte in Zusammenarbeit mit Kiez FM. Berlin 2017, es sprach die Autorin.